Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder im Spiel, eben in meinem Ausgebrütenei, haben anders mitgebracht und wir schauen mal, dass wir das hier ausbrüten und gucken, was dabei rauskommt. Und ja, schauen wir weiter. Nietewing, weiß nicht, haben wir schon einen von, alles klar. Dann setzen wir da das Neue rein. Da habe ich dieses Blaue noch, ein feuchtes Ei. Und das dauert dann 5 Minuten. Okay, wir gehen aber dann weiter und der Daniel hat im Kommentar geschrieben, ich glaube, es ist 2 oder 3 Folgen her, dass ich doch mal versuchen sollte, in den Dungeon nochmal reinzugehen und dann vielleicht nochmal den Gegner da zu beenden, damit ich diese Artefakte kriege. Nach dem Logo gehen wir dann mal gucken, ob das geht. Das war glaube ich hier. Nee, das war nicht hier, oder? Nee, da bin ich falsch. Shit. Hier oben ist es, ne? Da war das. Und im Turm könnte ich natürlich auch reingehen. Da war auch vielleicht die Möglichkeit. Okay, wo mussten wir lang? Irgendwo eine Treppe hoch da. Schauen wir mal, ob das klappt. Jetzt ist die Frage, welchen ich da rausschicke. Den ich jetzt habe hier, den Robin Quill. Können wir mal probieren, oder? Ich glaube, der ist vielleicht auch nicht schlecht. Hier lief ja so ein Timer letztens, ne? Aber der ist. Ah, der läuft immer noch. In 56 Minuten. Also das klappt noch nicht. Also ich könnte wahrscheinlich reingehen, bringt aber nichts. Dann lass uns mal im Turm gucken, weil da war ja auch einer. Vielleicht kriegen wir den noch mal einen. Ja, und dann können wir vielleicht zum Schluss, wenn er fast geschlagen ist, mal versuchen, den auch reinzukriegen, ne? So, gucken wir mal, ne? Dass wir den mit der Sphäre versuchen zu fangen. Oh, das war natürlich jetzt, doch richtig. Ich glaube, der war da. Oh. Und der hat irgendwie so ein Sprengzeug, so ein Shit. Stopfen, stopfen, stopfen. Schießen. Ich den getroffen, nee, ne? Komm, nimm mich und nicht den. Hier ist so ein Sprengzeug, muss man aufpassen. So, jetzt mal schnell hin. Okay. Wir haben ihn schon leider geschlagen. Okay, aber was ist alles weg hier? Ja. Können wir hier irgendwas aufheben? Sind wir sofort hier hoch? Das ist ja jetzt voll doof, ne? Schnellreise. Lass uns in das Lager mal gucken. Und dann können wir gerade gucken, was wir gekriegt haben oder nicht gekriegt haben, ne? Aber aufsammeln konnte ich da, glaube ich, jetzt nichts. Und wir haben auch nichts gekriegt, oder? Vielleicht einen Schlüssel, weiß ich nicht. Hier ist da schon wieder was los, ne? Noch mal und auch der ist kaputt. Minderwertige Munition haben wir gekriegt. Okay, es ist alles dunkel, ich sehe nichts. Ist noch irgendwo einer? Ich glaube nicht, oder? Wir sind alle wieder friedlich hier. Ist da noch was Wichtiges zum Aufsammeln? Ein Horn war das, okay, ja. Noch mehr Hörner. Minderwertige Munition. Da ist leider jemand wohl gestorben. Der lebt aber noch, naja. Ja, können ja noch mal ins Lager gerade gucken.
Vielleicht ist da wieder einer im Käfig, den wir mitnehmen können. Wieso ist hier ein Feuer? Ah, hier schon ein Fuchs tot. Nee, der schläft. Da Dream. Schickipi. Wo ist denn das Lager? Sieht man so gar nicht, ne? Ich glaube nach rechts. Da lang. Ich habe leider die. Ja doch, die Fackel habe ich im Rucksack wahrscheinlich, ne? Hier ist das Lager, oder? Depresso? Da haben wir bestimmt auch nicht genug von, ne? Aber wenn ich die schieße, sind die gleich tot. Dann kriege ich den. Da brauchen wir auch noch ein paar mehr von, ne? War nämlich erst der zweite. Der schläft noch ganz friedlich weiter. Schön. So, jetzt müssen wir nur gucken. Nach einer Giftdrüse habe ich auch noch aufgehoben, okay. Zwei sogar. Jetzt ist hier duster, ne? Sehe natürlich nichts. Aber schön wäre jetzt hier noch irgendwie einen anderen zu finden, der, ne? Weiß gar nicht, wie viel wir davon noch brauchen. Komm, den greifen wir auch mal an. Da ist bestimmt auch noch nicht genug von den Typen, oder? Vier oder fünf würde ich jetzt mal schätzen. Vier. Oh, den hier, den wollte ich schon immer haben. Die sind das, die ich brauche. Kommt, ihr beiden, jetzt. Den einen habe ich jetzt. Ich glaube, da hatte ich noch gar keinen von, ne? Und genau so ist es. Sehr schön. Leider ist das hier bei dem nicht geklappt. Was haben wir da? Schlauch, das Technikbuch und Fasern, okay? Und hier liegt auch noch was. Eine Giftdrüse. Na dann. Das ist ein Ei. Das ist dunkel und ich sehe nichts. Das ist schon wieder schlecht. So dunkel, dass ich gar nichts sehe. Ich könnte jetzt irgendwo runterstürzen und würde dann tot sein. Treffen ist Pflicht oder wie ist das? 37. Könnte schwer werden, ja, wird schwer. Andere Kugel ist besser. Aber vielleicht sollte ich mal nicht immer da drinnen stehen bleiben, ne? Aber den Tombat haben wir auch noch, ja. Ich springe mal gerade woanders hin. Mal gucken, wo da was ist. Springen wir da hin. Festungsruine. Ist hier noch irgendwer? Der für mich interessant. Live. Zack. Okay, den kriege ich auf jeden Fall, aber ich hätte da wahrscheinlich auch mit einer normalen Kugel Glück gehabt, oder? Also ein Rentier ist natürlich auch noch dran, ne?
So, und jetzt ist durch. Jetzt müssen wir mal mit einer grünen Kugel das versuchen, oder? Oh, ich hält, ey. Mit E hätte ich es machen müssen. Shit. Beziehungsweise mit Q, nicht mit Schießen. Dumm gelaufen. Schrecklich. Über diese Brücke bin ich da schon mal gegangen? Ich glaube nicht, oder? Schauen wir mal. Windstiegel, kenne ich nicht. Also die Ecke hier meine ich jetzt, ne? Ist hier nichts Besonderes, glaube ich, ne? Ja, wenn ich den schieße, ist er tot, oder? Ne, noch nicht mal. Falsche Kugel, sonst shit. Und die haben wir schon, da brauchen wir keinen mehr jagen. Oder? Doch, da unten ist was Besonderes. Komm runter. Da ist eine rote Kiste. Schauen wir mal, was da drin ist. Goldmünzen, Pfeile und arktische Tracht. Bauplan. Okay. Sonst noch was hier? Nicht wirklich, oder? Oh, eine grüne Statue. Sehr gut. War ich da irgendwie in dem Turm schon mal drin oder so? Ich glaube nicht, ne? Kann man wahrscheinlich auch gar nicht. Ist da oben ein Ei drauf? Gucken wir mal gerade. Und dann können wir da runter segeln. Eisen? Oder was Besonderes? Ne, das ist ein Händler oder was ist das für einer? Zwielichtiger Händler, okay. Ich habe so einen Pfahl im Angebot. Heller war verbotene Art. Hey, sieh dich ruhig um. Ware kaufen. Robin Quill habe ich. Den kann ich nicht. Und Mau, weiß ich nicht, ob ich den habe. Aber ich würde den jetzt mal kaufen wollen vielleicht, oder? Obwohl, wenn ich sehe, was der für Wert hat, dann wollte ich den nicht kaufen. Dann ist der hier, der Requill oder wie der auch immer heißt, viel besser, ne? Der wäre interessant. Kryolinx. Aber leider zu teuer. Der könnte zwei Baum fällen, ja, aber den Elfi dran, vielleicht habe ich den sogar. Kann ich noch was verkaufen? Dass ich vielleicht noch dann Waren loswerden? Ah, dann kann ich ja meine ganzen Pals verkaufen, das ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Alle aus der Palbox. Achso, ich glaube, ich muss die rechts markieren, ne? Genau. Wie kann ich denn loswerden hier? Wir gehen mal nach ganz unten, weil da waren hier so viele von den letzten, die ich alle geschossen habe, die brauche ich alle nicht, ne? Tomcat weiß nicht, den brauche ich auf jeden Fall, den brauche ich nicht. Die behalte ich. Mozzarina ist eine Kuh, die behalte ich. Der kann weg. Capsea, den behalte ich. Capriti, weiß ich nicht. Der kann weg. Capsea, hatten wir da gerade schon einen. Der kann auch weg. Liftmann kann man mehr. Die Elephants hier können alle weg. Liftmann hatten wir schon verkauft. Da unten ist er noch. Schauen wir mal weiter. Den noch weg. Der Elephant kann auch weg. Der kann weg. Den weiß ich nicht. Da oben sind noch ein paar Malpakas. Den hier kann ich wegtun, denn der bringt mir nichts.
Okay, da ist noch einer, da ist noch einer, weil wir haben da auch noch einen, ne? Melpaka 2, ja, lass mal Humus einen weg. Den behalten wir. Hier ist noch ein Melpaka, dann können wir den auch noch wegtun. Da schmeißt die auch noch mal weg. Und die können ja alle weg. Die ganze Reihe hier. Den auch und den auch. Hier sind noch mehr von denen, die können auch alle weg. Also alle nicht, aber viele. Elephant Pixie. Den lassen wir noch. Gummus können drei von weg. Hier auch noch zwei von weg. Hier sind noch ein paar Hühner. Kommt noch einer mehr. Und hier noch zwei Schafe. Noch ein Gummus. So, die verkaufen wir jetzt. Ja, und dann kaufen wir. Ich hoffe, es geht jetzt. Ware kaufen. Jetzt geht was. Und den Elfidran, der kann zwei Holz, aber der hier kann drei Eis und zwei Holz und einmal Dingens. Handwerk. Also den will ich wohl kaufen. Sold out, okay. Dann haben wir den. Gut, dann ist das erst alles, würde ich sagen. Können wir mal hier gerade weiter hochgucken. Ist hier noch was Interessantes? Da laufen noch ein paar Hühner rum. Nicht wirklich. Irgendwo jingelt hier was, oder? Ich meine, es kommt von hier irgendwo. Ist hier irgendwo was, was ich nicht gesehen habe? Das ist er, das ist klar, aber ich glaube, es wird nach hierhin lauter. Hier wird es leiser, glaube ich. Hier wird es lauter. Hier ist ganz laut. Ah, da. Was mit dem? Kann ich den einfangen? Ich weiß nicht, warum der so einen komischen Jingle macht. Keine Ahnung. Komm mit auflösen, Wagen leicht und rollen, weil ihm da verschwunden wird. Er wird nicht mehr auf die Beine kommen. Aus einem ausgewählten Pfahl gefangen. Er scheint eine besondere Fähigkeit zu besitzen. Ah, okay. Ich habe schon mal so ein Ding, glaube ich, gesehen, irgendwo oder gehört. Ja, das würde bedeuten, wir müssen mal gucken, was er für eine besondere Fähigkeit hat, oder? Da drüben war irgendwo ein Spawn Point. Ah, nicht ein Spawn Point, ein Schnellreisepunkt. Da hinten ist er. Ja, wir gehen erstmal gerade ins Lager, um zu gucken, und da kann ich hier. Ne, kann ich hier nicht. Ne, da kann ich nur Palpedia gucken. Dass der hat eine besondere Fähigkeit. Die müssen wir erstmal rausfinden. Gehen wir ins Lager. Gucken wir uns in der nächsten Folge an, sage ich mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.